Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt euch gewünscht, öfter mal ein Status-Update zu bekommen. Deswegen kriegt ihr das genau heute und auch regelmäßiger. Und genau, wir haben uns überlegt, wir zeigen einfach mal wieder den Golf. Jawohl, guten Tag. Guten Abend. Aber erst so als allererstes, heute hinter der Kamera Nico, das allererste Mal. Ich habe bei JP im Video Move gelernt, den machen wir jetzt mal auch. Pass auf. Mach mal einmal Hallo. Hi. So, das ist Nico. Ich habe es im letzten Video schon gesagt. Er macht mittlerweile die zweite Ausbildung bei uns. Also so ein richtig engagierter, strebsamer Kollege hier, ne, Alter? Zweite Ausbildung. Der ist heute hinter der Kamera. Ja, jawohl. Viel Spaß. Hau mal einen raus hier, ne? Alles klar, mach mal. So, den Move habe ich mir nämlich abgeguckt, weil wir haben das immer so gemacht, dann schwenkst du mit der Kamera nach links und rechts und alles wackelt und so weiter und eigentlich ist es auch viel cooler. Ne? Okay, jetzt zurück zu den nebensächlichen Themen. Nein, es geht um Thema Golf. Was ihr hier sehen werdet heute, ist mal wieder maximaler Schwachsinn eigentlich, total sinnlos, so ein Rennauto zu bauen. Es wird keiner verstehen. Wir sehen auch immer, wenn die Leute auf der Messe davor stehen, dass es halt einfach krank ist, weil es wird auch bei dem Auto leider genauso sein wie beim Abarth. Ein Jahr lang aufgebaut, dann kommt das erste Event und es ist alles egal. In drei Läufen kaputt gemacht. Also nein, wir würden jetzt nicht hier irgendwie anfangen, mit dem Wagenheber auf einmal den lackierten Unterboden hochzuheben, aber wenn dann halt man nur 3 Stunden zum Fahren hat, dann geht das halt wirklich immer ratzfatz und das Ding muss halt geschraubt werden in dem Moment. Wobei, wenn es um Europarekord geht, würde ich auch einen Wagenheber dann schwerer machen. Echt? Ich glaube schon, dass wir da sind wir weit von entfernt. Selbst dann noch mal kurz überleben würden. Nein, das stimmt schon. Letzte Video vor den PS Days gewesen, auch hier. Boah, die Vögel geben aber Gas hier, ne? Nicht, dass sie gerade denken, wir wären im Tierpark hier. Letztes Mal waren es die Kinder, heute ist Vogelpark Waldrode hier. Hat sich ein bisschen was getan, habe aber auch schon gesagt, wir haben die letzten Monate ein paar andere Sachen gemacht, jetzt geht es aber Vollgas weiter. Wobei nichts gemacht ist eigentlich auch mal falsch, wir sind ja immer mit Oma gefahren und so. Ja, also ich habe auch eine ganze Weile so dran rumgemuckelt, also ich lücke mich da so Abend für Abend durch. Halt, ne? Jetzt aber die Vision, dass das Auto relativ fertig auch auf der S-Motorshow steht. Genau. Und damit wir dann, so wie wir immer sagen, nächstes Jahr zu den ersten Events mal keinen Stress haben. Sondern nur noch aufladende Woche vorher gewaschen. Ob so kommt, wenn wir sehen. So, pass auf, wir müssen hier erstmal einmal rübergehen. Darfst ruhig folgen, Nico? Ja, okay. Weil, guckt euch das mal an. Wenn man immer so denkt, der Arbeit ist schon sauber von innen, ist es halt schon nochmal. Das ist echt verrückt. Nochmal eine andere Liga, ne? Ja, mal gucken, wie lange es so aussieht. Vor allem, ich stand gerade gestern Abend wieder vor Limo. Das kriegt man halt auch wirklich nur mit einem weißen Innenraum hin. Ich sag mal, Farben, die auch noch gehen würden, wäre wahrscheinlich hellblau und rot. Ja. Das sind Farben, die auch noch geht. Aber schwarz, ich habe nur ein einziges Mal, weil irgendwie muss man so ein Auto ja auch mal sauber machen, wenn es dreckig ist. Das heißt, du kannst jetzt hier nicht mit dem Kercher durchgehen und den Staub erstmal wegdampfen. Ne? Das heißt, du gehst bei Limo im Motorraum nur irgendwo übers Dom mit richtig viel Wasser, Detailer und so weiter. Mhm. Und zack, ist es halt einfach zerkratzt, dieses Uni-Schwarz. Ja. Und wenn ich jetzt sehe, wie viel wir mit dem Arbeit schon gemacht haben und der Innenraum sieht immer noch einigermaßen aus, muss ich schon sagen, dass für einen wirklich geilen Innenraum ist Weiß einfach die beste Farbe. Ne? Ich hätte ihn auch gerne rot gemacht, aber sowohl meine Frau als auch du habt da ja damals gesagt. Ich? Ja. Eigentlich träume ich immer vom roten. Ich habe nur einen Spruch und das in Rennautos sind halt immer weiß. Ja, und sowas, genau. Ja, weil, wenn man ehrlich ist, es könnte halt auch 1:1 ein Rennen, Show- und Scheinauto sofort sein. Ja, wenn es nicht schnell genug ist, dann werde ich mich irgendwo bei Real auf dem Parkplatz mit anmelden. Okay, ja, kommen wir mal zu den entscheidenden Sachen. So, wir gehen mal wieder rüber. Ich glaube, da haben wir auch noch nichts zu gesagt. Firma MB Design hatte sich bei uns gemeldet. Das war allerdings schon eigentlich letztes Jahr zur ersten Motorshow schon. Das war ja oder sogar noch länger, ja. Die Jungs geben jetzt Gas mit Rädern, die auf Performance ausgelegt sind. Für mich war MB Design immer das typische KV1 Rad. Kennt eigentlich jeder so. Mhm. Das hier ist aber tatsächlich ein Magnesiumrad. Ja. 7 Kilo, ne? Ja, weniger. Das Rad oder 5,5 wiegt das Rad. Gut, der Reifen ist dann leider relativ schwer. 5,5 Kilo. Waage dabei? Nee, leider nicht, aber ich habe ja meine rechte Hand. Das ist eine 7x17? Oder 7,5? Ich glaube 7,5. Ja, 7,5. 7,5 mal 17 mit 5,5 Kilo. Also wir blenden es auf jeden Fall ins Video ein. Bis dahin wissen wir das Gewicht wieder. Ich bin mir eigentlich sicher, das ist 5,5 oder 5,7. Mehr sind es eigentlich nicht. 7,5 Kilo wäre schon krass, ne? Dann können wir die ja fürs Event drauflassen. Ja, ja. Habe ich auch schon gedacht. Weil mit den Slicks. Ne, weil und der Toyo auch immer gut funktioniert hat, jetzt auch Oma auch gerade wieder, ne? Deswegen. Mhm. Aber egal, auf jeden Fall sieht sie geil aus und ist leicht. Wir blenden das nochmal ein, was sie hier wiegt. Ja, optisch für mich absolutes Highlight. So, also ich. Und ist auch Magnesium, ne? Ja, genau. Muss man einfach also, mal sagen. Ist technologisch, das Rad ist schon wirklich. Klar, in schwarz-matt. Boah, das gab wieder Diskussionen. Marius wollte erst so einen Weißton, Champagnerton, Champagne, Rosé und so weiter. Ich habe aber gesagt, beziehungsweise du dann ja rückwirkend auch gesagt, weil wenn ihr euch einfach so dieses Gesamtpaket von dem Auto anguckt,
passt das einfach wie, finde ja, ich zumindest. War schon gut so. Ja, ich bin immer noch, der Gedanke, schwarze Felge sieht immer klein aus. Mhm. Aber nee, passt schon gut so. Jetzt habt ihr einmalig nochmal die Chance, ein ungestrahltes Rathaus zu sehen. Ja, da kommt ja noch eine Schale rein dann. Aber willst du ja echt eine Schale rein? Ja, eigentlich glaube ich, muss ich das, oder? Also, weißt du, wie das ballert da sonst drin? Ja, klar, das Ding hier wird. Das also Ding eigentlich ist, müssen die Schalen schon wieder. Das ist durch nach einer Fahrt. Messer hätte ich sie noch rausgelassen und dann zum ersten Mal fahren müssen sie eigentlich rein. Mittlerweile übrigens Kotflügel von Artium auch dran, genau. In Carbon, können wir der schon nochmal sagen. Alleine, weil es immer geil aussieht, wenn man ja. Hier reinfilmt und das Carbon sieht. Und halt auch, das wolltest du ja auch unbedingt. Genau, es hat mir damals halt bei deiner alten Limo so gut gefallen, dass ich das unbedingt so haben wollte. Ja. Also haben wir das dann abgeklebt. Aber das muss man dem Jungen nicht überlassen, weil er sich jetzt reingekommen, hätte ich auch wieder gedacht, das ist ein Blechgurtflügel. Ja, gut, der hat auch noch keine Sonne gesehen, noch keine Temperatur. Ne? Aber ja, aber generell von der Passform, so ja. Alleine auch so, wie so die Kante und alles so aussieht. Ne? Das ist schon mal. Kann er. Ja, und sonst gab es halt gefühlt einmal alles neu, was es noch irgendwo ja neu gibt. Ne? Ja, das ist eher so, keine Ahnung, du bist in irgendeinem Shop unterwegs und so ein Teil kostet dann da noch, was weiß ich, 1 Euro und dann sagst du, ach komm. Nehmen wir das halt noch dazu. Ja, eigentlich ist es Quatsch. Ja, aber okay, wir fangen mal einmal an, was du bisher gemacht hast. Thema Bremse. Genau. Da ist ja einmal, ich weiß gar nicht, ob wir es im letzten Video schon thematisiert hatten, diese Pedalerie reingekommen. Genau. Dein Lieblingsthema. Ja, ich wollte halt einen cleanen Motorraum haben und das musste mit sich bringen, dass dieser Bremskraftverstärker da vorne wegfällt. Mhm. Dann habe ich irgendwann mal in meinem jugendlichen Leichtsinn gedacht, okay, dann brauche ich so eine Wagenbalkenpedalerie ein. Mhm. Aber da die hängend ist, die in der Regel ist eine Rennwagenpedalerie ja stehend, habe ich mich da echt ganz gut mit angekackt. Also es war ein ganz schönes Gewürge, bis das da jetzt so drin war, wie es drin ist. Jetzt gerade sind noch die Zylinder raus, aber das war echt wirklich eine blöde Arbeit. Das ist ja krass, der hat hier nochmal eine Lüftungsschraube auch hin. Nee, ich glaube für Drucksensor, den sollst du da reinschrauben. Ach, wie geil. Guter Punkt. Ich glaube, den würde ich da tatsächlich auch reinschrauben. Okay. Ist mit Kupplung, also wenn hier schon so ist, ist mit Kupplungsdruck, also können wir einfach ans ADU hängen als Beispiel, ne? Ja. Ist mit Sicherheit eine coole Sache mit Kupplungsdruck, weil darüber weißt du natürlich... Kannst du wirklich danach die Zündung unterbrechen, nachdem ist das so genau, Eugen hatte das auch mal im Thema, entweder das du? Und du weißt tatsächlich, ob du endlich mal das Pedal nur antippst oder ob die Kupplung getrennt ist, weil wenn da als Beispiel, wenn du weißt, bei 30 Bar ist die Kupplung getrennt, dann weißt du, wenn da 30 Bar stehen, war in dem Moment die Kupplung getrennt. Okay. So halt, ne? Das heißt, du siehst dann bald jeden Fahrfehler von mir. Genau. So, und dann... Dann habe ich Bremshaltung gebaut. Ja, mich hat es auch immer gereizt, das Ganze mal aus unseren... Wir haben tatsächlich Edelstahl-Fittinge für die PTFE-Leitung. Genau, und dann habe ich das, was ich biegen musste, da mit dem Kupfer gemacht. Da habe ich schon ein bisschen Shitstorm geerntet. Keine Ahnung, vielleicht muss ich das nochmal wieder umbauen in normale... Warum? Alu, keine Ahnung, angeblich würde sich Kupfer anders verhalten. Ich habe tatsächlich bei Audi Tradition für Limo ein paar Leitungen bestellt. Da kamen manche auch aus Kupfer. Okay. Ich muss es testen. Dann haben ja auch viele gesagt, der Druckpunkt wird blöd werden und so. Am Ende des Tages, siehe auch die kleine Bremse, ist es ja aber so, dass ich das Auto nicht baue, um damit zu bremsen, sondern wir rollen ja in der Regel aus fast. So, deswegen kleine Bremse und Druckpunkt mir ehrlich gesagt relativ egal. Ja, aber das glaube ich auch nicht. Also, ich fand das jetzt einfach geil so. Ich wollte da natürlich wieder nicht irgendwelche alten Leitungen reinmachen und das war jetzt eine gute Lösung. Fand ich. Es gibt halt Alu-Leitungen. Die werden sich beschissener biegen lassen, weil das ist bei einer Kupferleitung natürlich cool. Die Alu-Leitung wird irgendwann abknicken. Aber ja, wir haben auf jeden Fall diese PTFE-Leitung, die kann man tatsächlich als Bremse nehmen. Ich glaube nicht, dass sie schlechter als eine Stahlflex-Leitung ist. Glaube ich nicht. Weil ist ja auch Stahlflex noch um das Teflon auch noch drum. Ja, und wenn man sich überlegt, dass die 300 Bar kann, was soll sich da aufblähen? Ja. Aber halt wichtig. Was ist ein Bremsdruck so, wenn du so bremst? Was geht denn da so ab? Beim Abarth dachte ich, also wenn ich voll reintrete, ich sehe es jetzt ja beim Abarth auf dem Display, schaffe ich so mit dem Fuß 80 bis 100 Bar. Okay. Ja, aber das bremst du nicht, sondern wenn ich jetzt auf der Rennstrecke bremse, habe ich vorne 30 Bar, hinten 23 Bar. Das ist jetzt wirklich nicht so. Und dann bremst du schon mit Slicks auf eine Kurve zu, ne? Ja. Und nicht einfach hier ein bisschen Fuß auflegen. Lege ich nur einen Fuß drauf. Da ist auf der Servolenkung tatsächlich eher sogar mehr Druck. Ja. Nee, hierbei geht es einfach bei Alu, ist halt immer so, das kann halt relativ schnell abbrechen. Ja. Und ein Alu-Fitting bleibt halt ein Alu-Fitting. Und so ein Edelstahl-Fitting, das kann halt niemals irgendwie... Genau, das kriegt man ja... Das meiste gibt es bei euch, den Rest habe ich im Internet irgendwelche Adapter und sowas zusammengeshoppt. Genau, ja, dann was ja krass ist, ne? Man friemelt Tage und Wochen lang diese ganzen Kabel hier so überall alle durch, ne? Genau. Und dann fährst du auf den Flugplatz und ballerst durchs... Andere hätten schon wirklich Schiss mit dem Auto überhaupt nur auf den Trailer auf Messegelände zu fahren. Ich behaupte, die würden das Auto in der Halle abladen. So, ne? Und ja, ich habe mich da leider zu weit reingesteigert. Natürlich ist da dein Umgang auch ausschlaggebend schlecht für. aber ja, dieses Verzinken der Schrauben, das hat damit halt eigentlich die ganze Kacke angefangen. Was ist das für ein Alter? Den habe ich selbst gebaut. Aber dann sah der Kacke aus, weil der dann einfach so platt war. Und dann habe ich da noch drei Löcher reingebohrt, weil ich es irgendwie futuristischer fand. Ach, wie geil.
Ich hätte jetzt gerade gedacht, den gab es schon wieder irgendwo zu kaufen. Nee. Also. Den habe ich tatsächlich selbst gebogen. Ja, dann Raddrehzahlsensoren halt schon wieder gemacht. Einen vorne, einen hinten, damit du danach einstellen kannst. Mhm. Man denkt jetzt, okay, der hat Bremsleitung gebaut, aber es sind halt gefühlt, eine Woche brauchst du nur diese blöden Leitungen halt. Ne? Ja. Das ist, so, dann gab es noch ein kleines Upgrade natürlich. Heißt einmal ein Line-Lock rein. Genau, Line-Lock für den Hinterachse. Jeder, der schon mal Viertel oder halbe Meile gefahren ist, an der Ampel steht, weiß, Kupplung treten und so ein bisschen am Gas halten ist immer die Gefahr, dass das Auto schon ein bisschen nach vorne rollt. Die Schranke wird unterbrochen, das heißt, du hast einen Frühstart, einen Fehlstart, wie auch immer. Das heißt, an der Ampel ranrollen, auf den Knopf drücken. Genau, also Bremse treten, auf den Knopf drücken und dann blockieren wir die Hinterachse. Genau, und beim Losfahren lasse ich nur den Knopf los. Dann kannst du richtig einen anpulen lassen, ja. Kannst nochmal ein bisschen fünft stehen lassen und dann den Knopf loslassen. Wobei ich glaube, so leicht wie der hinten ist, fährst du dann einfach mit blockierenden Hinterrädern los, weiß ich nicht. Aber wenn du saftig genug eingibst, glaube ich. Dann hier ist noch ein Hahn. Meine Handbremse. Genau, die Handbremse. Den kannst du jetzt nach vorne klappen quasi, dann ist sie ist zu. Oder hinten, wie war es denn? Da hinten, hier. Ja. Genau. Das ist die Handbremse? Ja, also ist auch da Bremse okay. Hinten Hahn zu, dann sollte der Bremsdruck hier hinten drin bleiben. Wie? So der Plan. Genau, weil man guckt ja mittlerweile auf alle Kilos und Handbremsgriff, die beiden Seile, plus das bisschen Firlefanz am Sattel noch, sage ich auch, sind gewogen haben wir es nicht, aber ich denke mal 3, 4, 5 Kilo sind das schon, ne? Denke ich auch. So, und da Marius ja eh so behindert war und jetzt haltet euch fest, die Bremsleitung geht durch den Schweller. so wie das sich jeder Show- und Shine-Tuner wünscht, gehen halt hier mittlerweile Bremsleitungen. Und da 1 Million Kabel durch? Ja, 1 Million nicht, aber also hier geht Bremse und Raddrehzahl durch. Drüben geht halt Spritpumpenversorgung, Wassermethanolversorgung. Habe ich tatsächlich alles durch den Schweller gelegt, ja, weil ich die Kabel nicht im Innenraum liegen haben wollte. Das heißt, hier ist kein einziges Kabel im Innenraum. Also mehr Elektrik kriegt er jetzt ja nach hinten auch nicht. Und dann kommt halt noch der Unterboden, ne? Ja, ich denke aber mal, der bleibt ja eigentlich heile, weil ich würde es schon ja gern irgendwie in Richtung Oma Golf bauen und dann ist er ja eigentlich zu. Also, da wird sich dann nur Dreck und Staub sammeln. Ja, muss man halt einmal im Jahr abbauen, sauber machen, wie auch immer. Aber wir wissen alle, wie es ist. Du fährst 20 Mal und dann musst du hier schon wieder Abstriche machen optisch. Das wird halt leider so sein. Ich will es ja auch wieder benutzen, ich will es ja fahren. Ich habe nichts davon, wenn es in der Garage steht und ich guck's mir jeden Tag an. Ich guck's mir gerne an, aber. Aber man ist halt, es ja auch wieder benutzen. Es ist halt nach wie vor bei einem sauberen Auto so, man ist auch einfach motivierter, dann rumzuschrauben, ne? Ja, das jetzt alles Mal. Macht halt richtig Bock. Du kannst ja quasi fast in Smoking schrauben, übertrieben gesagt, so, ne? Das wäre mal ein Bild. Im nächsten Video seht ihr das dann. Prüfstand. Wobei ich ja so die Kupferleitung auch irgendwie optisch geil finde. Ich auch. Also ich der eine oder andere Show- und Scheinfahrer wird sich das wünschen. Es ist halt nur leider so, dass Kupfer ja dann irgendwann grün wird, ne? Was sagt man? Patina, korrodiert, ja, wie auch immer. Kann sein, dass ich die vielleicht nochmal mit Klarlack dann überziehen muss. Also ich wollte es jetzt erstmal testen, dieses ganze Bremsthema allgemein. Und dann gucken wir, ob es... Ja, weil im Winter nochmal an so eine Bremsladung rangehen, dann das ist ja nicht so eine... Ich muss jetzt ja überhaupt erstmal irgendwie fertig werden. Deswegen, ja, dann Schaltseile gemacht. Schaltseile geändert. Genau, da hinten. Genau, für den Shifter, ne? Genau. Getriebe weiß lackiert. Wir kennen es nicht. Ja, das ist jetzt noch erstmal nur so Probe gesteckt. Das ist ja mein ganzer alter Klimbim. Thema Wasserpumpe wollten wir ja wieder ändern und da müssen wir dann auch gucken, was ich in dem Zuge da wieder ändern muss. Das müssen wir dann gemeinsam entscheiden. Also erstmal haben wir hier von Don Octan, von Ben, wieder mal einen Prototypen neue Ansaugbrücke. Billet, komplett, oben, unten, volles Programm. Passend dazu, diesmal ohne Spalt, weil wir sind uns ja nach wie vor nicht sicher, ob das alte Spalt nicht bei 1000 PS irgendwann einfach der Spalt zu klein war. Ja. Die Ritze zu dünn. Dann männliche Drosselklappe, schöne 8-Klappe hier. Witzig, dass das so genau gerade ja, so alles passt. Also es sieht ja so aus, als wenn die Drosselklappe danach ausgerichtet wurde. Ne? Ja, Lichtmaschine hat noch ein bisschen Probleme, da ist seine Brücke nicht ausgespart. Da muss ich noch mal ein bisschen tricksen, aber sonst. Würde sich jetzt ja auch passt doch, das. Doch dann fast anbieten, hier direkt mit dem Rohrbogen schon rum, ne? Ja, irgendwie und so. Und hier nur so ein ganz kurzes, gerades Vibrant-Stück so ungefähr zwischen zu sitzen. Achso, du meinst das starr an den Kühler schweißen? Ja, ja, komm mal. Oder halt hier direkt die Vibron? Wobei das hier mit dem Anschluss vielleicht eng wird, ne? Weil dieser Bogen, der wird ganz schön. Ja. Das ist noch nicht der finale Motor, da könnt ihr euch auf jeden Fall noch drauf freuen. Sprachen lernen, Bubble. Wir gucken hier den alten Motor nochmal rein, gucken, was da so los war und gucken, was wir da so upgraden. Was den blauen Sack kann. Gucken, was weg kann und gucken, was man upgraden kann. Genau. Hier seht ihr aber gleich, Objekt der Begierde ist, Krümmer bleibt alt, allerdings muss hier auch eine größere Puste drauf. Genau, da ist jetzt schon der Flansch, den habe ich schon abgetrennt letzte Woche und das Wastegate auch. Dann muss ich da jetzt halt so weit noch, das ist jetzt noch ein bisschen schief, das muss ich jetzt im Auto dann irgendwie halt so ein bisschen machen mit dem Plan. Dann muss da ein Stück Rohr zwischen auf T4. Aber krass ist.
dann soll da was Neues rein. Ja. Krass, wie viel Platz hier komplett. Ja, ja, das ist halt die ganze Bremse jetzt, ne? Ja. Die ist jetzt weg. Genau, man muss halt bei dem Fahrzeug einfach sagen, das hier war der alte Lader. Mhm. Das sieht zwar von hier erstmal schon mal gar nicht so klein aus. Es war ja damals eigentlich ein TTE 900. Genau, 900 PS waren versprochen, die hat er gemacht. Ne? Genau, die haben die damals für die 15er gebaut, fahren ganz viele 15er mit rum. Ist auch Polygon, das heißt, er konnte den ohne Pop-Off fahren. Allerdings, wenn wir ihn umdrehen, sieht man halt, dass diese Abgasseite wirklich nicht die größte ist. So, also es ist eigentlich ein perfekter Streetlader, so würde ich es mal formulieren. Und deswegen war das auch mit 900 PS. Man hatte ja damals auch noch ein bisschen andere. Wann hattet ihr das gebaut? Wann war das ungefähr? 2019? Das ist 3 Jahre schon wieder her, ne? Locker, ne? Ja. 18, 19 so in dem Dreh. Da ja, wollte man nicht. Damals war 900 PS, hast du gedacht, da gehst du zum Mond mit, ne? Ja. Also. Und deswegen war halt auch irgendwann leistungsmäßig bei dem Ding. Weil einfach, wir hatten ja 950 oder 957 am Rad, das heißt, der Lader wird ja, das wird ja knapp 1000 am Motor gewesen sein, ne? Alter, den kann ich ja auch wieder gut sehen hier. Hat er komplett den Lader sogar. Oh, Alarmanlage. Hohe Strophe. Tatsächlich sogar überall Blindkappen drauf gemacht hier. Ja, aber ich überlege gerade warum. Hast du noch was vor mit dem Ding? Willst du hier irgendwie noch? Kommt der im Bohrer oder nee, S3? Die muss ich, ja, die habe ich dann hinterher erst. Also Ölzulauf, okay, aber das war ja auch Wasser. Ja, ja, klar, muss ja dann. Ja, dann lag irgendwo eine Kappe rum gerade, die gepasst hat, wahrscheinlich in der Garage. Stimmt, sehe ich jetzt auch gerade. Für ein 18T wäre das übrigens auch perfekter Lader. Mhm. Also da wird das Ding auch richtig. Der kam ja auch im Verhältnis zu dem Oma-Golf-Lader jetzt auch noch echt human. Also du wirst dich, wobei bist du ja schon am Wörthersee und so gefahren, weil da ist jetzt ja wirklich so richtig tote Hose rundherum. Ne? Ja. Egal, wir bauen jetzt auf jeden Fall alles, was wir in den letzten Wochen bei Oma gelernt haben, heißt Thematik Nockenwellen, Turbolader und so weiter, übernehmen wir natürlich da 1:1 direkt drauf. Nur, dass da natürlich mit Krümmer, dem Ladeluftkühler und der Brücke und so weiter, ne, wird das schon saftig, ne? Wird schon zornig, denke ich mal. Ich gehe dann vom Gas, wenn ich es für richtig halte. Den Rest machst du dann. Weil, wenn man sich das hier so anguckt im Vergleich, die beiden Turbinen nebeneinander, weil das hier sind 67 mm und das hier sind 76. Also das ist ein 9 mm Unterschied im Austritt schon. Mhm. Oder 74. Die geht ja auch nach hinten noch. Also hinten sind eine Ecke größer als genau. Die. Genau. Ne? Die hat 80 mm im Einlass. Und die hat am Einlass hier, glaube ich, 72 oder so. Mhm. Also sieht schon 8 mm mehr, ist schon mehr. Plus Abgasgehäuse, braucht man nichts sagen, ne? Ja, sieht man so ja, schon das den. War echt, Leute, vor allem, das ist ja noch isoliert, wenn du das jetzt noch auspackst. Ja. Ich weiß noch, Marius war immer einer, der wollte am liebsten K03 mit einer GT45 Windel haben. Ich wollte immer, wie bei Frauen mit dem Push-Up, ne? Ich habe auch mal so eine, meine Windel, die konntest du immer so hin und her. Die war eine Nummer zu groß genommen, weil ja auch was heißt. Ja. So, und dann hier ist allerdings jetzt die TTE-Philosophie. Also, das Ganze ist ein Borgwana SX300. Den gibt es mit einer 80er Turbine, wo TTE dann ein Upgrade rausmacht. Das heißt, die trennen dieses ganze Teil hier raus, machen ihr eigenes Verdichterrad drauf, wird komplett nochmal Turbine bearbeitet, Abgasgehäuse bearbeitet, gewuchtet und so weiter. Ist halt riesig. Ja. Wir haben hier 78er Einlass auf 108er Durchmesser. Mhm, krass. So, TTE fährt nämlich die Philosophie, eine Turbine, wir haben da schon ein paar Videos zu gemacht, ich erkläre es trotzdem nochmal kurz. Diese Turbine muss man sich vorstellen wie eine Querschnittsfläche, die halt, je größer die Turbine ist, also du hast so und so viel Fläche, die auf ist und so und so viel Fläche, die zu ist. Mhm. So, und das heißt, es zählt nur die Fläche und nicht die Drehzahl, weil die Fläche bleibt, egal bei welcher Drehzahl, immer gleich. Also es ist nicht so, dass so eine Turbine bei mehr Drehzahl auch mehr durchlässt. Mhm. Im Gegenteil, bei weniger Drehzahl, weniger Verluste, gleiches geht mehr durch. Das heißt, deswegen wollen sie lieber einen Verdichter, der maximal groß ist, um halt die komplette Drehzahl von dem ganzen Laufzeug runterzuholen. Ja. So, damit das dann auf der Abgasseite wieder mehr durchgeht und der Gegendruck runtergeht. Das ist deren Philosophie her. Wir testen es, aber bislang. Hat vor allem im Golf 3 ja mit dem Gusskümmer immer noch, ne? So. Das ist ja immer noch so ein Weltwunder eigentlich. Plus Gehäuse sieht ein bisschen größer aus. Ja, für mich genau das Richtige. Also, könnte noch ein bisschen größer sein, aber nein, das ist schon perfekt so, alles gut. Ja, in Summe auf jeden Fall ist das ein Lader, der wird auf jeden Fall. Also am Tourlader dürfte es jetzt nicht mehr stehen. Nee, also der wird das schon. Weil der muss ja realistisch eigentlich 1200 machen oder so, ne? Ja. Also können oder sogar vielleicht 1250 oder so, keine Ahnung. Der größte Borgwana ist sogar schon angegeben mit 1100. Mhm. Und der ist von Abmaßen her schon nochmal ein Tucken kleiner. Mhm. Kleiner als der jetzt. Genau. Mhm. So, also schon auch dezent kleiner. Weil also ich glaube, wenn in dem Auto 1000 am Rad sind bei Paul, dann ist das schon eine Welt zu vorher. So, ne? Wir sind ja nie gefahren. Der hat 72 im Einlass. Also, der größte Borgwana hat 72 im Einlass und der hat 78. Mhm. Ja, das ist ja krass. Cool. So, der kommt aber dahin, wo der Alte auch saß. Genau, ich hatte jetzt keinen Bock, den Krümmer jetzt komplett neu zu bauen. Ich habe ja immer noch einen letzten Traum für dieses Auto, aber das mache ich irgendwann mal nächstes, übernächstes Jahr.
Also kommt der da erstmal wieder so hin. Ja. Sieht aber eigentlich ganz geil aus. Ja, sieht echt fett aus. Habe ich auch schon dreimal beim Bier abends drin stehen gehabt. Ansaugen vermute ich mal, braucht Jesse wieder ein neues Nudelsieb wahrscheinlich. Ja, ne? Ja, hat sie schon gekriegt, aber du brauchst dann ja hat sie wieder keins. Weil hier wird auch wieder einfach nur Trichter drauf. Ja. Und fertig, ne? Das ist der Vorteil an großen Verdichter. Große Verdichter werden so groß irgendwann, dass die schnuffeln alles weg. Aber den einen muss ich euch noch zeigen, den kann ich auch gut sehen. Ja. Prototyp ist immer gut. Ja, das wäre eigentlich dein Traum, oder? Irgendwie so. Ja, irgendwie so hin, genau. Aber ja, dazu dann erstmal den Krümmer bauen und so, das mache ich dann mal, wenn's. Also technisch wird es wahrscheinlich ja leider auch schlechter werden, ne? Weiß ich nicht. Aber. Gab tatsächlich irgendwann mal vor 10 Jahren, habe ich mal eine Diskussion geführt, dass die Drehrichtung, also ist wirkungsgradmäßig ein Unterschied, ob die Drehrichtung des Turboladers parallel zur Kurbelwelle nicht ist. Echt? Ja. Krass. Weil ja die Abgase strömen ja eigentlich auch immer in Drehrichtung raus. Also es gibt keinen Motor, der so dreht und die Abgase nach da rauskommen. Mhm. Und deswegen eigentlich man auch diese Richtung beibehalten muss. Witzig, aber der Kolben, also auf dem Kolben ist ja schon keine Richtung mehr vorgegeben eigentlich, ne? Ja, dem ist egal, ja. Aber du würdest halt einmal umlenken. Ja, ich würde halt nochmal einmal so um die Kurve gehen. Gedacht. Das heißt, ich habe jetzt noch ein paar Abende Bastelei und dann geht's mit Elektrik los. So, Thema Elektrik, letzter Punkt. Kannst du so dich nach hinten durchschlängeln. Hier hängt schon das neue Steuergerät. Da kommt eine Max-ECU rein. Heißt, Emu fliegt raus. Fliegt nicht deswegen raus, weil sie nicht gut funktioniert hat. Im Oma-Golf ist bis heute Emu drin und das hat ja eigentlich gut funktioniert auf dem letzten Event. Aber ich bin so begeistert von dem Steuergerät im Abarth, weil einfach die Möglichkeiten viel höher sind. Das seht ihr dann in den nächsten Videos, wenn es um Thema Abstimmen, wenn es ums Thema Fahren geht und so weiter. Und wir halt schon noch einiges vorhaben, auch in Bezug auf Ladedruckregelung, Kraftstoffsorte, Düsen, Menge der Düsen und so weiter und so weiter, dass wir hier auf jeden Fall besser aufgehoben wird. Das heißt, wir haben hier eine Race, dann gibt es passend dazu den Sicherungskasten. Genau. Und am Ende ist der vom Display das Steuergerät, um den Gang anzuzeigen, genauso groß wie das Motorsteuergerät. Das ist schon echt noch retro, dieser SQS-Shifter, der mit den alten PC-Steckern und so, es ist schon echt, wobei, neulich habe ich immer mal gelernt, dass es immer noch der beste Stecker sein soll, irgendwie von der Übertragung, keine Ahnung. Aber er ist beim ABS auch da, weil er ist halt bis heute der stabilste und schnellste. Mhm. Aber optisch ist für mich immer noch so Windows 95, erste Grafikkarte eingebaut, früher war dieser Stecker aus. Ich bin mir auch ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob wir den brauchen, ich würde behaupten, nein. Nee, ist nur für die Anzeige. Machen tut der nichts. Also ja, klar, tut wir hier hinten ja der Taster. Ah, das wird es nämlich sein. Der wird nämlich für die Anzeige sein. Also der wird. Also wir könnten mit Sicherheit auch aus den Kabeln, das ist das Kabel, was hier vom Shifter kommt, aus den Kabeln könnten wir mit Sicherheit auch das Gangsignal schon nehmen. Ja. Und zum Beispiel bei einem EMU-Display würde das über Kennmusadapter wieder ins Display geht. So, ne? Da ist halt noch nach wie vor die Frage, ob du das Display passend zu dem Shifter reinmachst oder wenn ich lieber das EMU-Display da reinklatsche. Ach so, ja. Ja, das liegt da hinter dir im Regal. Das ist nicht ganz so hübsch, das Ding. Das ist eine alte Zigarettenschachtel. Ja, ja, ist echt groß, unnötig groß. Also deswegen, da. Ja, was aber können wir uns dann angucken, genau. Nach wie vor ist aber hier, da gehen wir beim Thema Kabelbomben, gehen wir da nochmal ein bisschen genauer drauf ein. Weil diese Kabelbomben-Thematik ist halt einfach ziemlich trocken. Aber der Vorteil von diesem, von den Max-ECU-Steuergeräten ist halt, es kommt mit einem komplett eingepinnten Universell-Kabelbomben. Da ist wirklich alles dran. Da liegt jedes Kabel auf genug Länge, dass man es von hier bis im Motorraum legen kann und pinnt am Ende nur noch das aus, was man nicht braucht. Dieser Sicherungskasten ist direkt mit dem Stecker allerdings auch verbunden mit der Max-ECU. Also man kann es wirklich zusammenstecken und die Max-ECU weiß genau, dass das Relais Spritpumpe ist, das Relais ist Lüfter, das ist die Sicherung dafür und so weiter. Also es ist wirklich nur, ja, ist nur noch das dicke Kabel zum Lüfter, zur Spritpumpe und so weiter legen und fertig. Auch wie es beschriftet war und so, das ist schon cool. Also da ist EMU noch ein bisschen schwächer tatsächlich. Zumindest für den Laien wie mich. Wenn du Elektrik-Nerd bist, dann ist das wahrscheinlich alles kein Problem. Aber von der Beschriftung her und so war das geil. Wenn ich schon sehe, wie ich mich mit der EMU freue, was da so an Daten drin ist, dann wird das schon, ist das nochmal ein anderer Nur, eine andere Liga. Ja, ich fand so viele Kleinigkeiten noch witzig, wie beim Arbeit, dass der Kupplung tritt, Standgas geht hoch und so. Das waren schon lustige Sachen bei, ne? Und halt, ich sage halt eher, weil bei dem Auto geht es ja wirklich nur darum, schnell zu sein. Ich sage, das Steuergerät kann zum Schnellsein ganz andere Sachen. Mhm. Also so Thema Schaltvorgang. Für viele ist halt ein Schaltvorgang einfach nur ein Schaltvorgang. Aber hier bei einem Dockgetriebe ist der Schaltvorgang eben nicht nur ein Schaltvorgang, sondern das ist wirklich übertrieben gesagt, jede Kurbelwellenumdrehung ist da wichtig, wie
wo das Auto bei dem Schaltvorgang jetzt gerade ist. Also es ist nicht einfach nur Unterbrechung und Unterbrechung, sondern man kann da richtig eine Kurve fahren zwischen den Gängen. Aber da kommen wir auch später nochmal zu. Dann würdest du es ja schon lieber wieder so ein bisschen so haben, dass das Ding unten raus sauber fährt. Also sauber fahren meine ich jetzt nicht den Vollgasstart, zweite Gang drehen, Räder bis 150 und alle Räder drehen einfach nur, sondern schon, dass das Ding alle Gänge sauber durchzieht. Deswegen Wastegate hier nochmal neu und anders platzieren, dass wir die Abgase einfach deutlich besser an dem Turbolader vorbeikriegen. Ne? Weil man sieht ja selbst so schon wieder, wie schlecht das hier eigentlich so dran vorbeigeströmt ist. Ne? Ja, es war damals halt, ja, wir waren noch nicht so weit. Ne? Ich habe das immer, du wolltest das hier unbedingt stehen haben. Genau, bei mir war es ja optisch immer 80% und technisch nur 20%. Und man hätte es aber genau andersrum bauen sollen. Ne? weil wenn man sich überlegt, wie hier, wie die Abgase, die wollen natürlich hier in den Sammler rein. Die werden ja hier auch schon massiv beschleunigt, weil einfach die Abgase halt immer kleiner werden vom Volumen her. Wie sollen die dann hier raus? Ne? Also das ist ja vollkommen klar, dass da nichts. Nicht viel geht. Ja, okay. Ja, als nächstes wird das Auto umziehen, zurück in der Firma. Dann ein bisschen hier Rohre bauen. Genau, Verrohrung, Kabel bauen und dann ist ja schon Essen. Wobei es ja auch theoretisch nur hier so ein bisschen ist. Genau, und das da oben halt alles irgendwie jetzt zueinander anpassen. Und genau. Kurbelgehäuseentlüftung. Genau, Kurbelgehäuseentlüftung wird wieder vorne im Kettstand hinkommen. Also der soll nach vorne. Da wieder, wo er war, vors Rad. Mhm. Für Öl würde ich diesmal auch gerne mal mit Rücklauf bauen, damit man das nicht mal ablassen muss vielleicht. Mhm. Und das soll Wassermeter hinten ins Radhaus werden, mit Betankung durch die jetzige... Ja, das ist immer noch von Igor. Das ist immer noch der von Igor, den habe ich jetzt halt kleiner geschnitten. Ja, weil das ja ein Kraftstoff war, deswegen hat er den noch 3 mm gemacht. Wie saß der hier drin? Ja, so rum kommt er rein. Oh, du musst ja auch noch einmal die Karosse bohren hier am Ende. Ja, das weiß ich noch nicht. Oder hier dran vorbeilügen, aber ich fürchte, ich werde da bohren müssen, ja. Früher bin ich ja hier durchgegangen. Ich habe natürlich schön zugeschweißt jetzt. Oder ich gehe halt da. Ja, am schönsten wäre den Tank von unten runter und vielleicht sogar den Tank mit dem Bulkhead dran aufhängen. Also weißt du, dass der Tank direkt einen männlichen Dash hat, den du einfach nur durchschiebst, Überwurfmutter rüber. Ja. Und du kannst da direkt mit Schlauch, Fitting, wie auch immer drauf gehen. Ne? Ja, ich wollte halt die Dash 20 irgendwie hier zusammenfassen dann. Und dann... Mit einem nur runter, das reicht eigentlich. Das war ja auch nur Optik damals, also brauchen Thomas. Damals, ja, weil Oma kam aber dann schon am Ende zwar nicht mehr vor. So, um euch abschließend zu zeigen, was Herr Wehmer hier so alles vorhat, müssen wir einmal diesen Tank da hinten reinhalten. Weil, wer kennt es nicht, Wassermeter 0 nach hinten. So. Also der wird dann da so, so drin sitzen und dann kann ich hier direkt... Nice. Der ist natürlich jetzt nicht groß, aber ich denke mal, da hier so 2-3 Liter sind das auch, oder? Ich würde sagen, das sind sogar mehr als 2-3 Liter. Was hatte dein alter Sprittank vorne? Waren 11 Liter, ne? Ja. Also ich würde eher sagen Richtung 3-4 Liter. Ja, aber das reicht ja dann. Ja, recht vollkommen. Thema Sprittank ist dann noch so eine Thematik. Das könnte das Einzige sein, was bis zur Messe eng wird, weil du wolltest gerne so einen geilen Radiumtank da reinstellen, ne? Ja, eigentlich wollte ich einen Unterboden einfach wieder einen Alutank machen, aber dann kamst du irgendwie mit diesem Tanks um Ecke. Dass man da die professionellen natürlich so ein Highlight sind, dass man sie dann doch vermutlich eher in den Innenraum stellt. Genau. Oder nicht vermutlich, sondern man stellt sie in den Innenraum. So geil mit so einem gefrästen Korb und so, das wäre schon ein neues da hinten drin. Ja. Die sind allerdings leider aktuell nicht lieferbar. Also falls ihr einen Radiumtank rumstehen habt, könnt ihr euch ja nochmal melden. Den kleinsten brauchen wir. Den kleinsten 20 Gallonen, nee, was war das? Ich glaube 6 Gallonen. 6 Gallonen. 6 Gallonen. Ja. Okay. Ja. Alles klar. Danke für euren Besuch. So ist hier der aktuelle Stand. Geht voran. Wir sehen uns auf der Essen Motorshow. Wird nicht das letzte Video sein. Sobald das Ding bei uns wieder Firma steht, können wir noch ein bisschen aktiver sein. Und dann gucken wir mal, wie weit wir bis zur Messe kommen. Wenn ich aus dem schönen Objekt hier raus bin. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Viel Spaß beim Schnippeln, Nico. Danke. Ich bin aus dem Erlebnisbestand. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Ciao.